Tag, Herr Chef, sagen Sie, haben Sie mal ein paar Minuten Zeit in einer ziemlich dringenden Angelegenheit. Ich tue in Ihrem Laden schon eine Weile meine Pflicht und ich will Ihnen was sagen, ich mag Sie nicht. Als Führungskraft finde ich Sie allerletzte Wahl, fachlich und menschlich ein Totalausfall. Na, Ihnen fehlt einfach die Übersicht, ich will Ihnen was sagen, ich mag Sie nicht. Jetzt gucken Sie nicht so blöde, fragen Sie nicht wieso, ich erklär's Ihnen gleich, erstens haben Sie kein Niveau, zweitens sind Sie mieser Knausrat, drittens stinken Sie auch, und Ihr ewiges Genöll ist das Letzte, was ich brauch. Hängen so ziemlich, jetzt einmal so raus, mit Ihnen hält man selbst für Geld nicht lange aus, und Sie würden sich wundern, was man so spricht, ich will Ihnen was sagen, ich mag Sie nicht. Mit so einer Fresse morgens in den Spiegel zu schauen, das würde mir auch den ganzen Tag versauen. Sie haben ja auch wirklich ein selten dämliches Gesicht. Ich will Ihnen was sagen, ich mag Sie nicht. Sie sind so eine Null, so ein unbegabtes Schwein. Muss das hart sein, so wie Sie zu sein. Sonst sagt man so ein Jämmerling, so ein Eunuch, so ein Blindfisch, wie im Bilderbuch in der Haut Ihrer Frau. Da möchte ich nicht stecken, mit ihm verkehren, hätte lieber verrecken. Mit so einem widerlichen, nickelhaften, schleimigen Wicht, ich will Ihnen was sagen, ich mag Sie nicht. Jazz. So, jetzt bleibst du Masche locker, du kleiner Mann, weil deine Art Steuern sparen teuer werden kann. Ein Anruf beim Finanzamt und du stehst vor Gericht. Kost mich gar nichts, ich hab Flatrate und ich mag dich nicht. Dann gib mir deinen Daimler und einen Bruttojahreslohn. Dann vertrau auf Gott und auf meine Diskretion. Und ansonsten kann ich leider für gar nichts garantieren. Ich glaub, das wird sehr hässlich. Das würde ich nicht riskieren.